sind wir bei Claude Chandler, ein südafrikanischer Künstler, der eine ganz neue Form von Porträts macht. Was ich ganz, ganz spannend finde, aus Worten bildet er Stempel und mit diesen Stempeln macht er diese Farbpaletten und es entstehen dann diese wunderschönen Porträts, die eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, nur ganz kleine Worte gestempelt sind. Es ist wie so ein binärer Code, der eine menschliche Figur, einen Charakter darstellt. Ich finde es ganz, ganz spannend. So, das ist eine Arbeit von Carolina Basso aus Lima, Peru. Eine ganz eindringliche, interessante Arbeit, letztlich über die Naturkatastrophe. Sie arbeitet mit Video und Fotos parallel. Man sieht hier ein Mädchen, das eigentlich mit der Natur nichts zu tun hat, die in die kaputte Natur kommt und sich in den Baum verwandelt. Ja, hier haben wir Shani Roeh aus New York, die lange Zeit in Israel gelebt hat, jetzt in Berlin lebt. Und ich finde es eine ganz tolle, expressive Künstlerin. I paint, my works revolve around the theme of intimacy and interpersonal relations and power dynamics. Yes. And it's about connection, being connected and disconnected at the same time, and something, a tension that I try to create between being close and far, and this physical attempts to build a connection. Hier haben wir auch aus Südkorea Ung Bil Yong, der ganz außergewöhnliche Porträts, wie ich finde, macht. Er entleert die Porträts quasi und schreibt dazu, ich zitiere, die höchst subjektiven Unterschiede zwischen Schönheit und Hässlichkeit, die offene Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, das voreilige Urteil über die Erfahrung des Geschlechts eines anderen, ohne es selbst erlebt zu haben, und die Klassenvorurteile aufgrund von Beruf und sozialem Status. Wie frei kann ich von diesen Vorurteilen und Voreingenommenheiten sein? Mario Klingelmann lebt und arbeitet in München. Seine Werke werden überall auf der Welt ausgestellt, unter anderem auch in New York. Das wahnsinnig Spannende an ihm ist, er ist einer der ersten Künstler, der wirklich mit der KI arbeitet. Das ist natürlich bei allen Thema, aber wie er es macht, ist ganz interessant. Es hat einen Bezug im Grunde zur ganz alten, vor allem weiblichen Aktfotografie. Und was er mit der KI macht, ist es teilweise der Blick wie des Fotografs, aber die KI gibt ihm neue Inspirationen zurück und er kombiniert das.